So, willkommen zurück. Ich glaube, 244 Folgenanzahlen haben wir jetzt fertig. Und wir haben ein paar Missionen zu erledigen. Willkommen zurück mit Lee. Die Welt wartet. Nach Habitat 7 im Ericsson-System zurückkehren. Und wir haben noch ein paar Aufgaben. Ja, wir sollen mit Carrie noch reden. Das machen wir. Aber erstmal machen wir die Hauptmission weiter. Wir sind in einem stabilen Orbit. Meridian ist eine hohle Kugel, die eine kontrollierte und formbare Umwelt schützt. Das technologische Wunder ist die Zentrale des Gewölbenetzwerks und Heimat des wachsenden Zentrums der menschlichen Siedler in Helios. Oh Gott, ich muss das ganze System noch erkunden. Anomalie geortet. Mal wieder Soundprobleme. Sonde unterwegs. Erhalte Scandaten. Ich glaube, bevor wir uns darum kümmern, sind dann noch einige andere Systeme jetzt erschienen, oder? Meridian habe ich noch nicht erforscht. Ist da noch anderes Zeug jetzt dazu gekommen? Nee, nur das. Wir fliegen jetzt aber erstmal ins Ericsson-System. Oder machen wir einen kurzen Stopp bei der Nexus. Wir machen einen kurzen Stopp bei der Nexus. Oh, das ist ein anderer Anflug. Das ist ein anderer Anflug. Vorher war das immer so seitlich rein. Ist extra dafür jetzt für diesen Fortschritt nochmal eine neue Cutscene gebastelt. Okay. Denn jetzt? Oh Mann, ey. Ich möchte mit ihr eigentlich nichts anfangen, mit Carrie. Aber aus dem Schlamassel komme ich wohl nicht mal raus. Aber vielleicht ist es ja auch eher ein freundschaftliches Verhältnis. Sie wissen ja nicht genau, was passiert ist in der Bude. Carrie, da ist Carrie. Pap, Sie sind zurück. Sie kommen immer zurück. Ich habe mir nach dem Angriff der Cat Sorgen um Sie gemacht. Ich hatte keine Angst vor Ihnen. Ich hatte nur Angst um Sie. Alles wird sich jetzt ändern. Ich will mit der Dokumentierung von Meridian beginnen und Sie sind bestimmt auch beschäftigt. Nicht alles wird sich ändern. Nicht, wenn wir es nicht wollen. Nun, dann haben wir ja beide etwas, woran wir uns festhalten können. Meridian, da wird Geschichte geschrieben. Was denn das war's? Okay. Also manchmal, ist mir jetzt schon zwei, dreimal aufgefallen bei den Missionen, die man noch offen hat. Das kommt mir so vor, als, ja komm, wir haben hier noch eine Mission, wie wollen wir die jetzt zum Abschluss bringen?
Ach, lass mal einen Dialog rüberlaufen und dann machen wir hier Schluss. Ich hab keinen Bock mehr, weiter eine Geschichte zu erzählen. Okay. Da kommt mir das vor, ist immer so abrupt alles zu Ende. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut, dann müssen wir... haben wir ein Problem weniger, um das wir uns Sorgen machen müssen. Dann geht's wieder zurück zu Tempest. Willkommen zurück. Gut, haben wir das auch? Dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt nach Ericsson. Habitat 7. Na dann mal hin da. Ursprünglich sollte das ja die goldene Welt sein für die Menschen. Okay, wir sind wieder auf Habitat 7. Was erwartet mich hier und was hat es mit 100% Lebensfähigkeit zu tun? Ich empfange Signale der Initiative. Magnetosphärenladungen und atmosphärische Sonden. Das Gewölbe hier ist weiterhin nicht funktionsfähig. Aber 100% Lebensfähigkeit ermöglichen das Terraforming mit Technologie der Initiative. Auf die gute, alte, harte Tour. Irgendwann wird auch diese Welt ein Zuhause sein. Dank Ihnen. Die Welt, mit der alles angefangen hat. Da wäre noch etwas, Pathfinder. Ich öffne einen Kanal nach Meridian, Prodromos, Diteon, Tafuni, Neutuchanka sowie zur Nexus und den Verbündeten der Initiative. Es wurde einstimmig beschlossen, diese Welt umzubenennen. Habitat 7 ist ab sofort auf sämtlichen Sternkarten als Rider 1 verzeichnet. Ihre Welt, Pathfinder, die Zukunft aller. Okay. Die Welt wartet. Ja, ich glaube, jetzt sind wir fertig. Oder habe ich jetzt was verpasst? Nein. Wir haben noch Helios-Aufgaben, aber machen wir uns nichts vor. Die ganzen Müllaufgaben werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Man könnte jetzt wahrscheinlich die anderen Aufgaben noch irgendwie durchmachen. Ich denke mal, jetzt da noch eine Lesestunde einzulegen, um euch die anderen Planeten zu zeigen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Wir können mal kurz reinschauen, ob wir denn jetzt die 100% haben. 96% Spielfortschritt. Komisch. Aber was ist denn jetzt los hier? Können wir da jetzt nochmal rauf auf den Planeten oder wie sieht's da aus? Ist der Epilog jetzt vorbei oder was? Sieht fast so aus. Fortschritt 96%, ja, dann machen wir die 100 noch fertig, oder? Das kann ich ja so nicht stehen lassen. Das ist ja hier. Das kann ja nicht sein. Fliegen wir noch einmal durch die Andromeda-Galaxie. Der Schauplatz Ihres Triumphs, Ryder.
Sehen Sie sich diese Gaswolken an. Kein Wunder, dass Meridian so lange unentdeckt blieb. Dieser unter seinem angarischen Namen verzeichnete Komet flog einer äußerst unregelmäßigen Bahn, die ihn in unvorhersehbaren Abständen ins System zurückführt. Er ist hochgradig verstrahlt. Anomalie geortet. Schicke Sonde aus. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Die Oberfläche von Pars 76 aus Nickel und Kobalt ist heiß genug, um viele andere Metalle zu schmelzen. Einige wenige Vorkommen erhärten mit dem Jahreszeitenwechsel wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ist denn jetzt? Habe ich das Spiel jetzt fertig oder? Ja gut, 96% habe ich. Ich habe nicht ganz die 100%. Aber die Frage ist halt, bezieht sich das immer auf den story-relevanten Fortschritt oder auf den Gesamtfortschritt? Sonde aus. Erhalte Scandaten. Schlucht. Eine geringe Anzahl von Reliktbots patrouilliert am Boden dieser weitläufigen Schlucht. Unsere Sensoren registrieren allerdings nicht Wertvolles. Was immer die Bots bewachen, ist es wahrscheinlich längst weg. Pars 9. Die Umlaufbahn von Pars 9 führt den Planeten auf eine jahrhundertelangen Reise tief in die Gase hinein. Die Beobachtung der Auswirkungen dürfte wertvoller wissenschaftlicher Erkenntnisse bringen. Rocha. Weitläufige Staubwolken in der Atmosphäre von Rocha erhöhen die eisige Oberfläche in ewige Nacht. Höchstwahrscheinlich eine Auswirkung der Nähe von Rocha zur Geisel. Und das letzte System, was wir erkunden, und dann haben wir die 100% in Helios. Ich empfange etwas. Sonde gestartet. Anomalie gefunden. Dieser Berg, der höchste auf Pass 77, unterscheidet sich in großer Form deutlich von seinen Nachbarn. Scans haben minimale Spuren von Element 7 in seinen Gesteinen registriert. Pars 77 ist für einen Planeten, der relativ betrachtet so nah bei einem Stern vom Typ B liegt, ungewöhnlich kühl. Es handelt sich um eine bergige Wüstenwelt, deren Atmosphäre einen hohen Stickstoffgehalt aufweist. Haben wir jetzt die 100%? 96%. Oh! Irgendwo habe ich geschlammt.
Wo habe ich geschlammt? Oh je, das ist ja so ein bisschen... Das ist nicht gut. Irgendwo habe ich geschlammt und nicht die 100%. Oh oh. Ich habe nur 96% Inhilus erkundet. Wahrscheinlich gibt es noch eine Quest oder eine Aufgabe, die mich irgendwo anders hinführt. Oh nein. Oh je, oh je, oh je. Aber ich glaube, das... Ja. Fortschritt 96% im Helios Cluster. Ich vermute mal, dass es tatsächlich das Ende vom Spiel ist. Wir haben keine priorisierten Missionen mehr. Helios Aufgaben haben wir noch. Wir haben auf Aya hier noch die vergessene Geschichte, die wir machen können. Auf Wort nach einem Artefakt suchen. Aber das möchte ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht antun. Die ganzen Nebenaufgaben sind halt jetzt auch nicht... ja, das ist halt alles hier Kram, der total sinnlos ist, den wir nicht brauchen. Und deshalb würde ich sagen, war's das von mir an dieser Stelle mit Mass Effect Andromeda. Ich habe es durchgespielt, zumindest den Teil, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe 96% geschafft. Den ganzen anderen Rest leider werde ich nicht mehr machen. Vielleicht werde ich das privat noch angehen, die ganzen Nebenaufgaben. Aber so viel sei mal gesagt, das möchte ich euch jetzt nicht antun. Ich glaube, ich habe jedem, der sich das hier angetan hat, dieses Let's Play, hin und wieder waren es ja dann noch immer Leute gewesen. Danke dafür übrigens. Ich werde euch das jetzt nicht antun, dass ich jetzt hier die Sachen noch mache. Das mache ich privat. Denn, sind wir mal ehrlich, so richtig gravierende, tolle Geschichten wird es da nicht mehr geben. Es ist zu viel Müll gewesen. Ich habe das ja am Ende, als wir das alles hinter uns gebracht haben und vor den Epilog schon gesagt gehabt, dass die Credits abgelaufen sind. Ich hatte mal einen Spaß mit dem Spiel. Man kann sagen, was man will. Ja, die Nebenaufgaben sind scheiße und hier und da merkt man auch dem Spiel an, dass irgendwie nicht so ganz durchdacht gewesen ist, was die gemacht haben. Aber trotzdem habe ich schon hin und wieder das Gefühl gehabt, dass es Mass Effect ist. Die Gene sind da. Nur die Umsetzung war nicht optimal. Aber klar, du kannst dich hinsetzen und sagen, du machst jetzt nochmal, fängst jetzt eine neue Trilogie an, die in derselben Kerbe schlägt wie die Shepard-Trilogie. Aber dann hast du im Grunde wieder eine Shepard-Trilogie mit einem neuen Helden und einer Crew. Mit nur einem Unterschied, dass du halt vielleicht wieder dieselbe Struktur der einzelnen Level und der Schlauchlevel angehst und tolle Dialoge, aber du hast ja keinen Fortschritt eigentlich im Spiel. Vielleicht von der technischen Seite her. Man muss sagen, was mir wirklich gefallen hat, das Kampfsystem war super gut. Ich hatte jede Menge Spaß mit dem Kampfsystem. Aber du wurdest halt am Anfang mit all möglichen Scheiß zugeworfen. Andromeda-Punkte da und Pod-Punkte da und Lebensfähigkeit und was gab's noch? Apex-Mission. Du hast alles ins Gesicht geworfen bekommen, statt das nach und nach aufzubauen und einzugliedern ins Spiel, hast du das halt alles am Anfang gleich ins Gesicht geworfen bekommen. Es war halt ein komplett überladendes Spiel, teilweise. Ansonsten, die Geschichte hat mir einigermaßen gut gefallen. War jetzt nicht atemberaubend gut, die Geschichte, aber war okay. Die Dialoge waren auch nicht so gut, wie ich sie in der Shepard-Trilogie in Erinnerung habe. Aber ich hatte trotzdem mal Spaß mit dem Spiel. Die Loyalitätsmissionen waren super geschrieben teilweise. Ich weiß immer noch nicht, welche da meine Lieblingsmission ist. Ich glaube, die Liam-Mission, die war sehr witzig. Ob es das braucht in solchen Spielen, weiß ich nicht. Ein bisschen Humor kann ja immer nicht schaden. Aber ich bin zufrieden mit dem Spiel. Es ist nicht mein Spiel des Jahres, auch wenn ich über 9 Monate mit dem Spiel verbracht habe. 9 Monate auf YouTube mit diesem Spiel. Insgesamt gesehen auch eine ganz schön lange Zeitraum. Das würde nie ein Let's Player machen. Aber mir ist es egal. Ich habe es gemacht, weil ich es auf dem Kanal haben wollte, weil ich mich sehr darauf gefreut habe. Ich bin nicht unbedingt enttäuscht von dem Spiel. Es ist ja kein schlechtes Spiel, nur sie sind es ein bisschen falsch angegangen. Meiner Meinung nach.
Schade, wir werden nie einen weiteren Teil sehen. Ich bin gespannt, was bei BioWare noch weiter vorgeht. Das A-Team macht ja gerade Anthem. Die Welt und das, was sie gezeigt haben, waren super gut. Vielleicht machen sie das besser, was in Andromeda nicht funktioniert hat, dass die Welt auch lebendig ist. Ich meine, es gab nicht mal Critter-Tiere, also kleine, weiß ich, Käfer, die irgendwo rumlatschen. Ja, es gab diese merkwürdigen Riesenkäfer, aber die waren ja, sind ja immer nur reingespawnt. Es gab so viele Beispiele, wo man einfach gesehen hat, okay, es gab verschiedene Punkte, wo die Gegner einfach reingespawnt wurden, aber an der Welt an und für sich, die war schön anzusehen, aber sie war nicht viel mehr als in Mass Effect 1 mit dem Melkor rumfahren, kein Leben, nur eine Textur auf dem Felsen und mehr nicht. Also, das ist das, was Elix zum Beispiel besser macht und warum Elix für mich auch das bessere Mass Effect Andromeda ist. Elix hat die Welt auch gefüllt mit Leben. Man, es ist nicht so offensichtlich, aber die Welt ist viel lebendiger, als es in Mass Effect Andromeda gewesen ist. Da hat mich das sehr angeödet, dass ich jedes Mal mit dem Melkor irgendwo langfahren musste und Gott sei Dank haben sie die Teleporterpunkte eingebaut, weil ohne wäre ich, glaube ich, verzweifelt gewesen in dieser Welt, weil da halt nichts war, nichts Interessantes, was man sehen wollte. Es waren immer wieder dieselben Viecher. Auf jedem Planeten gab es dieselben Viecher. Das ist halt auch schon eigenartig. Und das ist bei Elix halt anders. Da möchte man eigentlich gar nicht teleportieren, weil die Welt in meinen Augen viel, viel, viel schöner ist. Grafisch gesehen, wahrscheinlich nicht technisch gesehen, aber sie ist stimmungsvoll. Sie macht einfach viel mehr besser als Andromeda. Aber gut, das soll kein Hate sein. Insgesamt gesehen, es ist ein okayes Spiel. Kann man sich antun. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr dieses Spiel spielt, macht nicht die zusätzlichen Aufgaben. Macht vielleicht nicht die Helios-Aufgaben, sondern macht nur, wenn ihr die Helios-Aufgaben macht, nur die einzelnen Planetenmissionen, weil die sind auch recht interessant gewesen. Verbündete Beziehungen würde ich auf jeden Fall machen und die priorisierten Story-Missionen. Und den ganzen anderen Krams, bei zusätzlichen Aufgaben würde ich gar nicht erstmal anfangen, irgendwas zu machen, weil das alles zu nichts führt und einfach nur Filler-Quests sind, ohne dass die irgendeinen Sinn ergeben. Na gut, ich verabschiede mich hier, das große Projekt ist vorbei, Mass Effect Andromeda zu Ende gespielt. Ich weiß ja nicht, ob da noch was ist, aber ich glaube mal nicht. Ich denke mal, dass es nur noch die Mini-Aufgaben sind, die mir zu 100% weiterhelfen werden. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns nochmal wieder in Andromeda mit New Game Plus mit Sarah. Ich werde mir das jetzt mal gleich angucken, wie genau das funktioniert, New Game Plus. Wir können das ja mal zusammen angucken. Ich gehe mal ganz kurz, speichere die Spiel mal nochmal. Hat er jetzt gespeichert? Ich glaube ja. 92 Stunden an dem Spiel verbracht. Wahnsinn. Ich werde jetzt mal ganz schnell zum Hauptmenü. Und ich weiß ja nicht, muss man die 100% erreicht haben, um New Game Plus zu spielen? Oder muss man nur die Geschichte beendet haben? Wir werden es gleich sehen. Weil mein Plan ist, ich habe im März angefangen. Ich bin überlegen, ob ich im März, wenn das Spiel, wo das Spiel erschienen ist, Mass Effect Andromeda, nochmal Mass Effect Andromeda spiele mit Sarah. Aber eben nur das, was ich gerade gesagt habe, die Nebenaufgaben komplett ignoriere, nur die Story-Mission auf dem Planeten und neues Spiel, wir können ja mal gucken, ob wir New Game Plus machen können, neues Spiel Plus können wir machen, okay. Dann werden wir das demnächst mal angehen, beziehungsweise in ein paar Monaten werde ich da mal schauen, ob ich, wenn ich kein Frischfleisch bekomme, das Science-Fiction ja für 2018 ist bis jetzt ein bisschen mau. Es gibt zwei Spiele, die ich unbedingt spielen möchte. Es sind keine Blockbuster-Spiele, aber die haben es mir richtig angetan. Welche das sein werden, werdet ihr noch mitbekommen. Ansonsten werde ich noch ein paar Spiele spielen, die ich auf meiner Liste habe. Wie zum Beispiel The Search. Das werde ich jetzt auf jeden Fall spielen, weil ich Bock habe auf Dark Souls. Und Science-Fiction Dark Souls, warum nicht? Lassen wir uns dann mal überraschen. Ansonsten gibt es noch ein paar andere Projekte, die ich angehen werde. Aber das soll euch nicht weiter interessieren. Schaut auf Facebook vorbei. Da werde ich immer wieder Informationen preisgeben, was denn, wie es jetzt weitergeht. Wenn ihr ein paar Infos haben wollt, wie es mit meinem Kanal weitergeht oder generell, wie es weitergeht auf YouTube mit mir,
könnt ihr da vorbeischauen. Ansonsten war es das von mir. Ich bedanke mich, dass einige Leute immer wieder mal reingeschaut haben, auch wenn ich das alles sehr in die Länge gezogen habe. Aber ich bin halt großer Fan und habe mir das alles gegeben, wenn auch am Ende nicht mehr ganz alles. Na gut, also, dann sehen wir uns zum anderen Projekt oder zu einem New Game Plus Mass Effect Andromeda wieder. Mit nur Story. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.